nach der Seebrücke ist vor der Seebrücke. Und wie ihr seht, bin ich heute also wieder an einer Seebrücke und dieses Mal ist es in Timmendorfer Strand. Da gibt es auch eine neue Seebrücke. Das ist sogar die älteste von den neuen. Also die wurde vor der Seebrücke in Haffkrug eingeweiht. Ja, die ist eigentlich nicht ganz so spektakulär. Eigentlich sieht die eigentlich nur aus wie so eine Wendeschleife von der Bahn. Also man geht drauf, macht so einen Tropfen und läuft wieder zurück. Ist auch unbeleuchtet, wie ihr seht. Außer, dass da drüben ein paar sehr grelle, störende Scheinwerfer stehen, die aber hoffentlich irgendwann, wenn es gleich heller wird, ein bisschen in der allgemeinen Helligkeit versinken. Ja, wie gesagt, nicht ganz so spektakulär. Allerdings, wenn man sich so ein bisschen hier draußen aufhält, also hier am Strand und so die Schleife fotografiert, ich denke mal, dann wird das doch schon ganz schick. Weil eine normale Seebrücke, das ist eigentlich nur so eine Diagonale im Bild. Und hier hat man so ein bisschen was, was noch ein bisschen weiter ins Bild reingeht. Ne? Das wird bei mir jetzt hinter der Seebrücke stattfinden. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall seht ihr, der Himmel gibt schon ordentlich Gas. Ich habe gestern schon bei Viewfinder geguckt und das sah eigentlich schon ganz vielversprechend aus. Nicht so extrem, aber man hat gesehen, es wird sich lohnen. Und ich denke mal, das wird heute auch was. Ja, heute ist übrigens der, was haben wir? Der 27. Oktober. Wir hatten in dieser Nacht gerade die Zeitumstellung, was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, weil ich wache eigentlich immer um 5 auf und dieses Mal bin ich halt wie gewohnt um 5, jetzt nach Winterzeit um 4 aufgewacht. Hatte dann noch genug Zeit, meinen Trip zu nochmal zu überdenken, zu planen und ja, bin dann einfach um 5 bzw. 6 Uhr Winterzeit losgefahren und wir da rechtzeitig doch angekommen. Ne? Ja, ich denke mal, ich muss jetzt noch ein bisschen warten, so bis das Feuer am Himmel kommt, aber das sieht schon mal richtig gut aus. Ich werde schon mal anfangen, mir meinen Spot einzurichten. Ich muss mich leider ein bisschen für das Geleuchte hier entschuldigen, aber das wird vielleicht auch gleich besser, wenn das hier ein bisschen heller wird. Ich habe mir hier nämlich den DJI Osmo Pocket 3 gekauft, so dass ich auch mal so aus der Hand ein bisschen besser filmen kann. Ja, und ich hatte mich letztens gerade so tierisch drüber aufgeregt bei dem letzten Video von Mats-Peter Iversen. Da ist er nachts unterwegs gewesen, um den Kometen zu fotografieren. Und das blinkte da alles. Das war eine Lichterkette quasi. Ne? Das hat natürlich extrem gestört. Und jetzt tapst sich in denselben Fehler, in dasselbe Fettnäpfchen. Weil ich habe heute Morgen meine ganzen Uhren gestellt. Ich war ja rechtzeitig aufgestanden, hatte ja noch richtig gut Zeit, 3/4 Stunde. Und musste meinen Rode Wireless Pro am Rechner anschließen. Da wird das über die App einfach mal kurz die Uhr eingestellt. Passt alles perfekt. Ja, was habe ich vergessen? Den Rode Wireless Pro. Der liegt jetzt zu Hause auf dem Schreibtisch. Aber gut, dass ich mir halt den Osmo Pocket 3 gekauft habe in der Creators Combo. Da ist das DJI Mic 2 bei, was ich eigentlich gar nicht so geil finde. Also ich hatte ja schon das DJI Mic 1 und die Reichweite war unterirdisch. Sagen wir so, auf Armlänge wird es reichen, aber alles andere, dreht man sich einmal um, war der Empfang schon weg. Deswegen habe ich auch das Wireless Pro genommen. Das hat mich bis jetzt nie in den Stich gelassen. Außer jetzt. Jetzt liegt es zu Hause auf dem Tisch. Scheiße. Naja, gut. Ihr solltet mal zusehen. Die Party geht nämlich, glaube ich, jetzt allmählich los. Das Gute ist natürlich, ich habe ja jetzt hier das DJI Mic 2 dran. Das verbindet sich direkt mit dem Osmo Pocket 2. Das ist natürlich schon geil. Ne? Also, muss schon sagen, also wenn das noch mit dem Rode Wireless Pro funktionieren würde, wäre das noch besser, weil das ist nach wie vor mein Lieblingsgerät. Naja, gut. Ich habe jetzt hier mal schon ein Bild gemacht und
Eigentlich könnte ich schon fast nach Hause gehen. Das ist schon richtig klasse. 30 Sekunden Blende 10, nicht mal ein Filter drauf. Also geil. Ja, Kamera steht hier, immer noch ohne Filter. Hab zwar den Filterhalter drauf, aber so sieht das Ganze im Moment aus. Und hab eben auch schon mal so ein paar Bilder gemacht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hell, aber schon richtig klasse. Bin gespannt, bin begeistert. Da hinten steht auch schon der nächste Fotograf irgendwo an der Seebrücke. Der ist jetzt ein bisschen dichter dran. Ich bin jetzt so entfernt, dass ich das Hauptlicht so an der Brücke habe, also an der Schleife. Ja, und der Kollege beleuchtet gerade irgendwie die Pfeiler. Naja, muss er selber wissen, aber... gefallen, dass ich vergessen habe, die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung anzumachen. Das habe ich jetzt natürlich nachträglich noch mal geändert. Da haben wir noch mal ein paar Bilder neu gemacht. Und es sieht richtig klasse aus. Also theoretisch müsste ich jetzt am Horizont fast einen Reverse-Filter reinsetzen, was natürlich wieder fatal ist, weil die Seebrücke damit abgedunkelt wird. Ich denke mal, heute werde ich wohl eher Richtung Belichtungsreihe arbeiten. Das wird sicherlich vielleicht auch irgendwann häufiger mal der Fall sein. Sag mal so, Verlauffilter sind schön und gut. Sie sind wirklich, man kann damit schnell arbeiten. Das werde ich sicherlich auch gleich machen, wenn der Himmel hier oben ein bisschen heller wird. Aber so eben unten an der Brücke ist es natürlich doof. Ich würde mit dem Reverse-Filter die halbe Brücke abdunkeln, macht keinen Sinn. Am Himmel ist es alles okay, wenn ich den so in den Himmel setze und an der Brücke kommt man hier gar nichts mehr an. Das ist alles fein. Aber sonst, naja. Das sieht richtig klasse aus. Das hat sich definitiv gelohnt heute. Dafür geht es heute wahrscheinlich früher ins Bett. Im Himmel geht es auch gerade irgendwie die Party ab. Da sind irgendwie ganz viele Krähen. Alles voll. Aber die werde ich bei der Langzeitbelichtung immer kaum sehen. So, und da hinten ist das gute Stück, die Seebrücke. Da geht's ab. Ja. War definitiv die richtige Entscheidung heute, um 4 aufzustehen, beziehungsweise um 5. Ja, da wird man sich erstmal wieder dran gewöhnen müssen, irgendwie dieses Hin und Her, aber mich stört die Zeitumstellung nicht im geringsten, weil ich habe dadurch richtige Vorteile als Landschaftsfotograf. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich sehr froh bin, dass ich durchgefahren bin. Das ist nur dein Hammer. So, die Sonne soll jetzt auch in 10 Minuten aufgehen. Aber naja, dann ist es auch irgendwie bald vorbei. Das war schon echt der Knaller, muss ich echt sagen. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier mal so durchgucke, also die besten Bilder, die hatte ich eigentlich schon gemacht. Ich glaube, jetzt sollte ich mich mal drauf konzentrieren, einfach mal den Sonnenaufgang zu genießen. Besser wird's nicht mehr. Definitiv nicht. So, in 3 Minuten ist Sonnenaufgang. Und naja, so sieht das Ganze jetzt aus. Eigentlich, wie ihr seht, das Beste ist definitiv vorbei. Da hinten sind 2 Fotografen. Eins davon ist eine Dame.
ja, mal sehen, ob man sich vielleicht irgendwie über Instagram doch noch wiedererkennt oder so. Ich muss ja sagen, ich gehe da nicht so gerne hin, weil ich filme ja auch, ne? Und dann möchte ich natürlich möglichst ungestört sein. Ja, gut, ich glaube, ich haue jetzt auch einen Sack. Das macht irgendwie auch keinen Sinn mehr. Aber ich gucke mir das nochmal an, wie die Sonne gleich so über den Horizont kommt. Aber sonst denke ich mal, das reicht. Das war's. Na? Jo. So, ich habe gerade gesehen, mein DJI-Mic ist eben einfach ausgegangen. Das ist ja schon wieder so eine Sache. Ja, die muss man einstellen können. Geht aber wahrscheinlich nicht über das Osmo-Dingens. Ja, wahrscheinlich halbe Stunde nicht verbunden mit dem Osmo und schon geht das Ding aus. Ist natürlich auch echt ärgerlich, ne? Weil ich benutze das Ding als Rekorder. Also das Ding läuft permanent mit und geht dann einfach aus. Das ist schon mal ein echter Fail. Und dann ständig, wenn ich das Ding neu anmache, kommt erstmal eine Meldung von wegen Batterieladung ist noch so und so. Das nervt auch, das geht über einen halben Bildschirm. Also DJI, da müsst ihr nochmal definitiv nachbessern. Naja, so, da hinten soll jetzt irgendwie die Sonne aufgehen. Aber wie ihr das ja von mir kennt, der Sonnenaufgang selbst, der juckt mich überhaupt nicht. Aber ich gucke es mir an. Ne? Ich bin eher so der Fan von der Zeit davor und den Himmel habt ihr ja gesehen. Und jetzt ist es einfach nur unspektakulär. Ne? Das sieht noch gar nichts aus. Also deswegen verstehe ich auch so einige Leute nicht, die immer erst später kommen, also zum Sonnenaufgang. Ey Leute, ihr müsst eine Stunde vorher da sein. Den Fehler habe ich früher ja auch immer gemacht. Ach, geguckt, Sonnenaufgang ist um 6, okay, reicht, wenn du 10 vor 6 da bist. Nee, Pustekuchen, du musst um 5 da sein. Ne? Und hast du Zeit, dir ein Motiv zu suchen und da geht es ja erst richtig los. Die Dämmerung, das, was jetzt kommt, der Sonnenaufgang, das ist öde. Ne? Für mich. Andere sehen das natürlich anders, aber die Brücke füllt sich jetzt auch allmählich. Das ist, weil sie neu ist, ne? Das ist natürlich auch klar. Ich glaube, die Aufnahme heute kann ich vergessen, weil ich gemerkt habe, dass das DJI-Mic immer die Aufnahme abbricht, sobald ich das DJI-Mic wieder ausmache bzw. die Aufnahme beende. Also als dauerhafte Lösung ist das wohl nichts. Ja. Mal sehen, ob ich da irgendwas von retten kann. Ich bin mal gespannt. Dann bin ich ja jetzt doch ein bisschen verärgert, dass ich mein DJI, mein gutes Rode Wireless Pro zu Hause vergessen habe. Naja, jetzt nichts. Die Sonne ist da, das bedeutet, ich bin weg. Ne? Ich hoffe, ich konnte das Video retten, die Audiospur. Hoffentlich war da noch irgendwie was, doch eine Aufnahme, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall freut es mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Video wieder. Tschüss, euer Dennis.